Wow. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten! Schoko an die Schoten! Schnell nur ziehen. Gentlemen, wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt, stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns. Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft ein! Wer dagegen ist, winselt nein! Die Berater des Königs sind sich nie so einig.
Sperren. Was? Jason, scheiß drauf jetzt. Denkst du deswegen, dass du das
Kacke. Arschkleben. Finger rauskratzen muss. Tommy, du Schnitzelbutter. Ich kann echt kein Rocket spielen, ne? Du bist auch gleich leer. Und die voll raus, glaub. Das gefällt mir aber nicht. Kennst du das, wenn man was... Wenn man gewinnen will, aber es nicht schafft. Wenn man einfach schlecht ist. Yeah.
Och Mann, wie das mich ankotzt. Nein, bin ich schon wieder. Und da mal jubeln ist halt online. Nee, Sonntag ist ja nie online. Normalerweise, ne? Dein Freund, doch? Hm? Möchtest du so locker bleiben? Will locker bleiben? Möchtest du so? Möchtest du? Aber will locker bleiben, dann möchtest du los so.
Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Siehst du, Peter? Kühl wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft, eine freie und offene Welt, ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Die Burg gehört uns! Hast du gehört, Assassins auf Platin, oder? Ja. Und noch erstmal durch. Platinmania. Hey. Bist du in Platinmania? Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Nicht wirklich. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr mit, bist du in Platinmania. Okay. Bonjour. Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen, wie aufregend. Suivez-moi. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden, aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Kommunikator, ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Ich bin da zu dumm mit dir. Olivier ist echt nett, der weiß nicht. Okay. Oh Mann. Ich komme gleich schon kurz zum Brot. Hallo? Hi? Test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe dein Anomus kalibriert. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mache den ganzen Technik-Kram. Hast du eine Minute oder... verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay. Ich biege dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Gehen Sie rein, er erwartet Sie schon. Na ja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kenway ist... Aber so hat... So hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Wait. Ganz genau. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Mach's gut, Leticia. Salut! Hey, danke, dass Sie kommen konnten. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Oktober. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeiern, um es familientauglich zu machen.
Geben wir Edward doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine Schöne, nicht? Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en son cris, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. Pourquoi? Pas vraiment. Bon, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Pas vraiment. Oui, oui, bien sûr. Je sais pas si... Pourquoi? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Arzt rüber, glaubst dich